Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder und ich begrüße euch. Ja, wir hatten ja Thermobestellung gemacht. Ich mache mal ein bisschen höher, so. Und da war halt auch dieses Ding mit bei und das wollen wir jetzt mal einzeln auspacken, zusammenbauen, uns genauer angucken. Ja, und dann werde ich es halt heute auch noch benutzen. Ich will ja wieder Apfeleistee machen von Hodi. Und mit den Kanistern, das ist, mit den großen Flaschen, die eine von Amazon, die ist scheiße, die geht nicht auf. Und jetzt habe ich nur noch die von Temu, die halt vernünftig aufgeht. Und da halt immer aufmachen, eingießen. Und habe ich gedacht, wenn ich so ein Ding hole, vielleicht, wenn das gut ist, hole ich mir noch ein zweites. Die kann ich dann nebeneinander stellen in einem Fach. Hier unten ist, kommt ja dann der Hahn ran. Und dann mixe ich mir das an. Ich weiß nur nicht, wie das ist, wenn ich das gemixt habe, ob ich dann hier vielleicht auch so Brocken von dem Eistee habe. Ja, wie in der Flasche manchmal auch. Aber dann kann ich mir das so reinstellen. Habe hier meine 2 Liter Eistee. Und kann das halt, oder auch Energy anmischen. Und kann das, halt immer auf und zu machen. Und fülle mir dann halt meinen Hodi-Becher voll. Ja, und das kann dann kühl stehen. Nimm meinen Hodi-Becher mit am PC. Und wenn er alle ist und ich wieder Nachschub brauche, ran, runterhalten, auf, zumachen, fertig. So, der Deckel ist okay. Ja. So, und hier ist der Wasserhahn mit 2 Dichtungen. Ah, der schnappt auch. Super. Ich würde den echt dann nach vorne machen schon. Dass er dann halt praktisch so, und dann brauche ich halten und wenn ich loslasse, ist er wieder zu. Oder halt dann komplett und kurz vor Ende dann zu. Würde ich schon so machen. Hoppala. So, dann haben wir hier eine Gummidichtung, die wir dran lassen müssen. Das ist diese hier. Ja, seht ihr das da? Die müssen wir dran lassen. Ganz wichtig. So, dann machen wir das hier rein. Und dann seht ihr das, dass das hier unten rausguckt. Da. Also alles werde ich hier nicht rauskriegen, weil das ist, wie ihr seht, ist das dann auf der Höhe, also wird hier unten eine Pfütze drinne bleiben, die man dann rausschütten muss. So, dann halt das nächste Gummi. So. Haben wir dann den zum Schrauben, der dicke Ende nach vorne, weil das muss ja hier alle dichten und hier muss es auch dicht sein. Und oben drüber haben wir ja dann wie ein Gewinde, dass man halt oder mit der Zange vielleicht oder halt mit Schraubenschlüssel nachziehen kann. Ich drehe den mal lieber so. Dreh das fest. Und wenn es nicht mehr geht, halte ich es fest und drehe das noch weiter. Dadurch ist es richtig fest. So, jetzt haben wir das praktisch dazu gedreht. Wie gesagt, das dicke Ding nach da, das Gewinde nach da. Hier haben wir dann noch Gewinde. Und hier ist dann die Gummidichtung. Und dann muss ich jetzt erstmal Eistee anmischen. Ah, ich finde es auch schön, dass von beiden Seiten so eine Kante ist. Ja, kann man sich aussuchen, wo im Kühlschrank man das hinstellt. Die haben auch noch mehr. Das ist jetzt, was ist das jetzt? 2 Liter hatte ich da, glaube ich, bestellt. Moment. Achso, habe ich ja gar nicht, oder? Ach Gott. Habe ich das noch? Den okay. Temu. Ach, auf dem Handy habe ich es nicht drauf. Das ist jetzt doof. Also sollten 2,2 Liter sein oder so. Also über 2 Liter. Und erfüllt das auch. Ja. Ich werde das nachher mal ausmessen.
Und wenn denn mit Messbecher. Und wenn mehr als 2,2 oder weniger als 2,2 hier drin sein sollten, mache ich dann nochmal hinten noch einen anderen dran beim Bearbeiten. Aber die Verarbeitung ist gut, keine scharfen Ecken, Kanten. Ja, ist halt. In meinem Kühlschrank wäre auch genug Platz, dass man das hätte so machen können, dass es halt vorne so ein bisschen rauskommt und dann halt den Trichter hier vielleicht unten oder halt. Aber dann bleibt ja auch. Ja, das bleibt ist so oder so halt immer, wenn man sowas hat, dass hier unten ein bisschen Pfütze bleibt. Aber das ist ja nicht schlimm. Solange ich die ersten anderthalb Liter hier schön kühl habe und dann halt runterarbeiten kann und wenn das gut funktioniert, die haben auch 3 Liter und 5 Liter und sowas, ja, dann hole ich mir auch mal so ein Ding mit 5 Liter, mische mir 5 Liter an und dann steht 5 Liter so drin, ist dann halt was breiter, ein Stück höher. Oh, und dann habe ich dann 5 Liter und dann kann ich mir halt genug Eistee. Ja. Aber so ist echt auch unten alles gerade, keine scharfen Kanten. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann war das jetzt hierfür. Oh, einen schönen breiten Durchfluss haben wir hier. Ja. Ich werde berichten. Ich mache dann auch nochmal ein Fazitvideo, wie sich die einzelnen Sachen geschlagen haben am Ende. Also wenn ich es dann eine Weile benutzt habe, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Ja. So wie bei der Trinkflasche, da habe ich ja auch ein Fazitvideo gemacht noch. Ja, und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Link für das Produkt findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Link dafür benutzt. Ja, ich kriege dann von Temu nichts. Also, na doch, gekriegt was. Also jetzt, dass ich halt nächstes Mal nochmal bestellen darf da und Videos für euch machen kann. Aber Geld kriege ich da nichts. Und ihr zahlt halt auch, wenn ihr dann bei Temu Sachen kauft, genau den gleichen Preis, was ihr vorher auch zahlt. So, aber nichtsdestotrotz bin ich weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.